manche Motive sind einfach schwierig. Denn manche Motive sind einfach für manche Künstler schwierig oder für manche Technik, die Künstler verwenden. Und so gibt es immer wieder Dinge, an denen man scheitert, an denen man kämpfen muss, wieder scheitert und wieder kämpft. Und von einem Motiv, an dem ich zurzeit scheitere, kämpfe, scheitere und weiter kämpfe, berichte ich euch jetzt. Ich glaube, es war Jerry Solz, der gesagt hat, 90% der Kunst sind Mist. Ich würde sagen, 90% der Kunst eines Künstlers sind Mist. Wir kennen aber nur die 10%, die er für wert befunden hat, dass sie in Ausstellungen und Museen kommen. Hier ist es ein bisschen anders. Jede Woche versuche ich euch ein Video zu machen über Kunst, über ein Kunstwerk, was ich in dieser Woche eben erschaffen habe. Und das ist beileibe nicht immer gut. Und heute zeige ich euch auch mein Scheitern. Ich habe mir ein Motiv ausgesucht, was mich schon lange gereizt hat. Habe mich aber dagegen entschieden, es plenär zu malen, sondern bin losgezogen, um mit dem Handy ein paar Fotos zu machen, um im Atelier daran zu arbeiten. Ja, dieses Motiv hätte dem Caspar David Friedrich gefallen. Es ist eine Ruine und ein Obelisk. Das wäre sehr christlich freit gewesen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ihm zu Ehren versuche ich mal dieses Motiv zu malen. Und da bin ich jetzt ganz früh hierher gejoggt, um den Sonnenaufgang zu bekommen, weil das waren die Stunden, die er am meisten geliebt hat. Wenn es im Winter Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und Gegenlicht. Und hier ist das Gegenlicht eben im Sonnenaufgang. Ich bin ein Tick zu spät, aber ich glaube, das passt schon noch. Einen Sonnenaufgang plenär zu malen, das heißt draußen in der Natur, das ist an einem Tag nicht möglich. Da muss man an mehreren Tagen kommen, weil tatsächlich die Zeit, die man hat, um das Motiv so zu malen, ist vielleicht eine Viertelstunde. Deswegen mache ich Fotos und male es im Atelier. Dem Herrn von Forster haben sie hier diesen Obelisken hingestellt. Das ist der ehemalige Chef und Besitzer der Werke hier in Hammer. Und er war wohl auch nicht nur ein sehr tüchtiger Geschäftsmann, sondern auch ein sehr sozialer Mensch und ein guter Chef. Er hat hier für seine Mitarbeiter Wohnungen zur Verfügung gestellt, wo sie mit ihren Familien leben konnten. Und dort gibt es hier auch ein Museum und das zeige ich euch jetzt. Hier in diesem Museum, in einem der ehemaligen Mitarbeiterwohnungen, sieht man, wie die Menschen damals gewohnt haben. Ganz bescheiden, aber doch für die damaligen Verhältnisse mit großem Luxus. Es gab Waschmöglichkeiten, Kochmöglichkeiten, es ist ein sehr hübsches Museum. Die Öffnungszeiten von dem Museum sind ausgesprochen kurz, nur sonntags. Von Ostern bis Oktober und dann auch nur von 14 bis 17 Uhr. Aber es lohnt sich. Ich war schon mal hier. Es war sehr, sehr schön. Ja, das ist der erste Versuch, den ich gemacht habe.
Ich wollte ein quadratisches Format nehmen und ich dachte mir, ich stelle den Obelisken ziemlich genau in die Mitte. Caspar David Friedrich hat ihn ja wirklich exakt gerne in die Mitte gestellt, weil er die Symmetrie geliebt hat. Was hat sich herausgestellt? Für quadratisch ist dieses Motiv meiner Ansicht nach überhaupt nicht geeignet, weil es zeigt weder die Größe und die Weite dieses alten, verfallenen Industrieareals, noch hat es eine wirkliche Tiefe, weil ich habe dort die alten Mauern und Giebeln, dahinter noch ein paar Bäume und dann einen Himmel in der Morgensonne. Da entsteht nichts, was in weiterer Ferne ist. Wenn da noch irgendwelche Berge wären, dann würde vielleicht was passieren, aber da bei diesem Motiv passiert gar nichts. Und so bin ich in diesem ersten Stadium, was ja auch noch ganz grob und schnell gemacht wurde, stehen geblieben und habe gesagt, nein, hier brauche ich gar nicht weiter zu kämpfen und zu machen. Das wird nichts mehr. Was habe ich getan? Ich habe mir einen neuen Blickwinkel gesucht. Und ich habe auch erst einmal angefangen zu skizzieren, nicht gleich forsch drauf losgemalt, sondern habe erst einmal versucht, den Winkel so rauszubekommen, dass die Linien schön laufen, dass ich einen schönen Fokuspunkt habe, dass es ein bisschen interessanter wird, dass ich auch einen Hintergrund habe, dass ich eine Weite bekomme. Und so habe ich mich hingesetzt und habe erstmal gezeichnet. Und dann habe ich so ganz im Stil von so Urban Sketching, wie sich das so bei den Dummschwätzern immer anhört, versucht, mit einem Fineliner das zu malen, zu zeichnen und dann etwas zu kolorieren, um zu sehen, wie komme ich mit dieser Morgenstimmung hin, wie spiegelt die sich in diesen Sandsteingebäuden, wie kann ich diese düstere Stimmung darstellen, ohne es komplett trostlos werden zu lassen. Und mit der Zeichnung war ich ziemlich zufrieden, das ist die hier oben hängt. Und dann ging es daran zu sagen, gut, jetzt muss ich wieder an die Staffelei, jetzt muss es wieder mit Ölfarben weitergehen, dieses Motiv muss ich einfach schaffen. Was man vielleicht sieht bei diesem angefangenen Werk, ist die Arbeitsweise. Ich vergleiche das mit einem Bildhauer. Man hat am Anfang einen großen Klotz, Holz, Stein, was auch immer. Und dann fängt man nicht an, wenn man eine Venus machen will, eine Nasenspitze rauszuarbeiten, sondern zuallererst schlägt man die großen Stücke weg oder geht mit der Kettensäge hinein und macht erst einmal die groben Formen. Man bearbeitet von außen nach innen, vom Groben ins Detail. Und so seht ihr bei diesen Anfängen des Bildes, wie ich anfange, die großen Flächen erstmal wegzuschlagen, indem ich hier diesen Himmel setze und dann bleibt der Vordergrund, bleibt die Erde quasi stehen. Und dann fange ich an, da die groben Flächen aufzubauen, um dann feiner ins Detail zu gehen. So fein wie Caspar David Friedrich wird es bestimmt nicht werden, weil der saß Monate an so einem Bild und sondern es wird immer ein bisschen impressionistisch oder expressionistisch bleiben, je nachdem, wie mir gerade ist. Aber das wird ein anderes Video werden. Wenn ich Leute höre, die sagen, ja, malen entspannt mich, da kann ich so fließen lassen, die Kreativität, dann schüttle ich immer den Kopf, denke mir, nein, es ist einfach harte Arbeit. Erstens mal suche ich mir als Maler nicht immer raus, ob mich die Muse geküsst hat, sondern ich sage, heute wird gemalt, was sonst? Und dann bekommt man den Musenkuss schon irgendwann im Laufe des Prozesses, aber eben nicht immer. Es ist harte Arbeit, es ist Scheitern und es ist Kämpfen. An manchen Stellen hat man wirklich etwas erreicht und denkt sich, ah, hier ist es schön, dann malt man weiter, dann wird es wieder nicht. Dann geht man wieder drüber, hat die schöne Stelle wieder zerstört und versucht es wieder immer wieder herzuholen, die guten Sachen zu behalten oder sie wieder herzustellen und die schlechten zu bearbeiten. Man versucht die ganze Tonigkeit, das Ganze, die Helligkeit hoch. Es ist ein ständiger Kampf und manchmal verliert man den Kampf. Und dann ist es wichtig, dass man weitermacht und dass man neu beginnt, dass man sich neu justiert und sagt, vielleicht eine andere Perspektive, eine andere Technik. Vielleicht wäre das eben ein Motiv, was sich nur als Zeichnung eignet, vielleicht als Aquarell. Vielleicht sollte ich einen Holzschnitt machen. Aber was ich eben probiert habe, ist, ich male es nochmal. Und an der Stelle muss ich aufhören, weil ich muss das Video schneiden, damit es noch heute Abend online geht. Vielleicht wird es einen zweiten Teil geben. Ich verspreche euch, ich werde nicht aufgeben, denn diesen Kampf, den werde ich gewinnen.